Freunde, es ist wieder soweit. Ich habe gerade das Wohnmobil aus der Scheune gezogen, weil, ja, wie ich euch schon gesagt habe, geht nächste Woche wieder los. Wir wollten erst in den Süden von Deutschland. Und ja, der Grund der Reise ist einfach, wir wollen da mal ein paar liebe Freunde besuchen. Und wenn es die Zeit noch zulässt, wollen wir nachher einfach mal ein bisschen weiter. Und dann nehme ich euch natürlich auch mit, wenn es dann weitergeht. Und ja, das jetzige Video. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie wir das handhaben mit dem Internet im Wohnmobil. Und ich versuche mich da auch ganz kurz zu fassen, weil es gibt da schon jede Menge Videos zu. Und ja, guckt einfach mal, vielleicht ist es ja auch was für euch. Also bleibt dran, weiter geht's nach dem Intro. Ja, Freunde, ich denke mal, die meisten gehen heutzutage noch mit dem Handy ins Internet. Nur das wurde für uns dann irgendwann unpraktisch. Ihr konntet zwar Geräte wie Tablet und so verbinden, aber das Datenvolumen wurde dann schnell wenig und war dann auch irgendwann aufgebraucht. Ja, jetzt sind wir hingegangen und haben geguckt, was machen wir? Was tun wir? Wie machen wir weiter? Weil bei uns hatten wir das Problem irgendwann, wir wollten Videos hochladen von unterwegs und wir wollten. Wir haben noch einen Amazon-Stick dazu bekommen. Ja, der braucht natürlich auch, wenn er mal Film guckt, Datenvolumen. Und ja, so musste eine Lösung her. Und die Lösung haben wir ganz schnell gefunden, weil im Internet gibt es ja viele Videos darüber. Und für uns war halt die beste Lösung. Ich zeige euch jetzt erstmal unsere Hardware-Lösung. Das ist ein Huawei-Router. Wobei spielt keine Rolle, welche Firma, ne? Gibt Netgear und keine Ahnung. Wir haben uns halt für den Huawei-Router entschieden, weil ihr habt doch die Möglichkeit, bei dem Huawei-Router eine externe Antenne noch anzuschließen. Und was uns halt gefallen hat, die Größe, also kleiner wie mein momentanes Handy. Ihr habt einen Akku mit dabei, den ihr noch mal mitnehmen könnt. Und hier hinten kommt eine SIM-Karte rein, da wo der Daumen ist. Ja, welcher Tarif, das bleibt halt jedem für sich selber überlassen. Und wir sind halt hingegangen und haben für uns einen Tarif gesucht und den, glaube ich, auch in Freenet Funk oder Funk gefunden. Ja, was gibt es über Freenet Funk zu sagen? Also Freenet Funk zunächst funktioniert nur in Deutschland. Die arbeiten halt dran. Aber bis jetzt funktioniert es leider nur in Deutschland. Gut, was für uns kein Hindernis ist, da wir ja sowieso viel in Deutschland unterwegs sind. Und wenn wir halt ins Ausland wollen, ne? Back to basic, also wie früher mit dem Handy. Funktioniert auch, alles gar kein Ding. So, die Kosten von Freenet Funk ist 10 Euro Freischaltgebühr. Kann man mit leben. Ihr bezahlt 99 Cent pro Tag, wo ihr den Tarif nutzt und 29 Cent, wo der Tarif ruht. Ja, was heißt nutzen und was heißt ruhen? Ihr könnt hingehen und sagen, so, ich fahre jetzt eine Woche in Urlaub, buch mir den Tarif und dann jeden Tag 99 Cent. Und dann sagt er, ich brauche den Tarif nicht, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich sage, stopp, halt, stopp. Und dann bezahlt er nur 29 Cent am Tag. Was alles in meinen Augen überschaubar ist. Früher konnte man sogar sagen, ich pausiere. Ich brauche jetzt momentan nicht, ich pausiere. Und da ist Freenet aber leider hingegangen und hat das reduziert auf 30 Tage im Kalenderjahr. Ihr habt die Möglichkeit, zwei verschiedene
Optionen zu wählen. Das heißt einmal ein Unlimited-Tarif, das ist der Tarif, den ich gerade beschrieben habe mit den 99 Cent. Und einen Tarif mit einem Gigabyte. Gut, ein Gigabyte bringt mir persönlich jetzt gar nichts und darum, ich kann euch jetzt leider auch gar nicht sagen, was das kostet, wird ein paar Cent billiger sein. Ich wähle immer den Tarif mit einem Gigabyte. Dazu gibt es eine Handy-App, wo ihr ohne Probleme sagen könnt, Start, Stopp, ich brauche nicht. Und es wird dann immer um 12 Uhr nachts, also wird das dann aktualisiert, das heißt entweder starten oder stoppen. Ja, des Weiteren kann ich noch einfach dazu sagen, wir haben den Tarif jetzt schon, keine Ahnung, über ein halbes Jahr und hatten wirklich noch nie Probleme damit und ist einfach eine tolle Sache. Also überlegt euch und ich mache jetzt auch hier nicht großartig Werbung dafür, ich bekomme da gar nichts für, ich mache das alles nur, das ist wirklich nur die Lösung, die wir für uns haben und ihr hättet es noch selber gekauft und wie gesagt, alles nur vielleicht, dass ihr mal einen kleinen Anstoß habt, einen Denkanstoß und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen auch was und ja, würde mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare reinschreibt, wie ihr im Internet die Lösung habt, was ihr benutzt, welchen Tarif ihr benutzt, was ihr bezahlt, vielleicht auch was ihr für einen Router und wie ihr zufrieden seid. So, des Weiteren würde ich sagen, ich melde mich dann aus dem Urlaub. Wenn wir weiterfahren, wie gesagt, erstmal Freunde besuchen und wenn wir weiterfahren, melde ich mich. Bis dann, habt eine schöne Zeit, macht's gut, ciao.